Hi, Dablaster-Fans, euer Crisscross heißt euch willkommen in seiner Welt des Chaos. Tut mir leid, ich komme einfach nicht zum Aufräumen, weil ich ständig am Basteln bin, nicht nerf-spezifisch. Und wenn ich aufräumen würde, wäre 2 Stunden später alles wieder rummelig. Deshalb spare ich mir das einfach. Ich hätte mich vielleicht nicht Crisscross, sondern Captain Chaos nennen sollen, wie mein Vater mich früher genannt hat. Egal, wir kommen zu einer neuen. Zu einem neuen Blaster, dem Chem Blaster, der, wie die Verpackung auch sagt, einfach nur Nerf Chem ECS 12 heißt. Allerdings hat sich Chem Blaster irgendwie schon bei mir so eingebürgert. Vielleicht nennen wir ihn auch Chem Strike. Ganz egal. Oder einfach nur Nerf Chem, was auch immer. Die Nerf mit der eingebauten Kamera. Ist, glaube ich, auch eine Neuheit für den Herbst. Ist von der Größe her ziemlich identisch mit einer Rapid Strike, obwohl ich tatsächlich gedacht hätte, die wäre größer, aber es kommt ziemlich genau hin, wirkt halt einfach massiger durch den Aufbau. Wie der Name schon sagt, Nerf Cam. Hier ist der Monitor für die Kamera mit den Bedienteilen. Und das Teil hier oben drauf ist die kleine Mini-Kamera. Und die ist so positioniert, dass sie halt genau über den Lauf zielt, was ich ganz cool finde. Mit dabei in der Verpackung ist eine 4 GB SD-Karte. Und die wird schick hier eingebaut. Die gesamte Integration ist eigentlich das, was mir an der Nerf Cam ECS 12 am besten gefällt. Nämlich wir haben hier vorne, nämlich hat den Record-Stop-Knopf. Das ist halt sehr gut zu greifen. Und hier dann halt die Bedienteile, um sich die Sachen nochmal anzugucken, an, aus. Ne? Kennt man halt. Und Clips in den Papierkorb werfen. Das finde ich ganz schön. Hier ist eine bewegliche Sonnenblende, die ist auch abnehmbar. Ja, und wie bekannt auch immer wieder beliebt, die Klappe zum Beseitigen von Ladehemmung. Die Kamera ist jetzt nicht so der Oberburner, da sind wir in den letzten Jahren ziemlich verwöhnt worden von anderen günstigen Camcordern. Ich sage halt jetzt nur GoPro zum Beispiel. Das, was ihr jetzt hier im Splitscreen quasi sehen könnt, ist jetzt eine Originalaufnahme vom Camblaster, der gerade hier meinen Monitor abfilmt. Und ja. Aber ich finde es auch unfair, sich jetzt darüber jetzt zu beschweren, weil wenn man jetzt überlegt, der Preisunterschied von dem Blaster zu einer Rapid Strike, was wird der ausmachen? Jetzt mal 30, 40 € oder so. Ich meine, was, da kann man jetzt keine Monster 27P Kamera für erwarten, geschweige denn halt Full HD. Das finde ich ist schon in Ordnung. Zum Spielen denke ich, reicht das allemal. Was Sie jetzt hier an dem Splitscreen-Bild nicht erkennen könnt, wahrscheinlich ist, dass im Display hier noch ein Fadenkreuz drüber gelegt ist, was ich zum Spielen wirklich tatsächlich sehr cool finde. Also das macht Spaß, da zu gucken, wie die Pfeile da rausfliegen. Mir ist noch eine weitere Sache aufgefallen, und zwar könnte es sein, dass, ich mache mal hier wieder aus, könnte es tatsächlich sein, dass die Kamera hier infrarotempfindlich ist. Also ich meine, alle Kameras sind irgendwo infrarotempfindlich, aber die meisten haben da irgendwie einen Filter eingebaut oder so oder ne, Low-Lux-Fähigkeit, was auch immer, bla bla bla, ganze Kram. Es könnte tatsächlich sein, dass es funktionieren würde. Ich bin in meinen dunklen Flur gegangen und habe das mal mit einem Lightstrike Lasertagger ausprobiert, weil es eigentlich das Einzige war, was ich irgendwie hatte, was halbwegs starke Infrarotstrahlen abschießt. Und in meinem dunklen Flur war es dann tatsächlich so, dass man halt an der Wand es halt blitzen sehen konnte. Und wenn man hier irgendwie eine Infrarot-Taschenlampe dran baut, die stark genug ist, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man mit der Kamera und dem Display hier ein ziemlich cooles Nachtsichtgerät bauen könnte, was dann im Blaster integriert ist. Und das wäre echt eine ziemlich schicke Sache. In den Blaster kommen 2x4 AA-Batterien. 4 hier für den Monitor und die Kamera und dann nochmal 4 auf der anderen Seite für den Blaster selber. Und damit hat der Blaster dann quasi die gleiche Spannung wie
andere Flagge Blaster auch, wie die Strife, die Raven oder die, wie heißt sie gleich? Rapid Strike, genau. Interessanterweise hat dieser Blaster allerdings eine Reichweitenangabe von 85 Fuß, also quasi ganze 10 Fuß mehr als die Rapid Strike, glaube ich, tatsächlich mit 75 Fuß angegeben war. Auf der Rückseite findet sich auch ein interessantes Diagramm hier, die dann quasi nochmal das statistisch aufzeigt, wie denn die Darts so meistens fliegen. Im Schusstest allerdings zeigt sich dann wieder, dass diese Angaben wieder ordentlich in der im Bogen gemessen angegeben sind, denn prinzipiell schießt der Cam Blaster genauso gut wie die Rapid Strike auch, also keine 85 Fuß, sondern wenn dann 75 Fuß, also so knappe 25 Meter. Und selbst da muss sich hier der Cam Blaster ordentlich anstrengen, denn so im direkten Vergleich war die Rapid Strike tatsächlich nicht so viel schlechter. Allerdings glaube ich, dass der Cam Blaster einen Ticken leiser ist als die Rapid Strike. Also die röhrt ja schon noch irgendwie ganz schön, während hier der Cam Blaster echt nur noch schnurrt. Und auch optisch, mir persönlich gefällt der Cam Blaster besser als die Rapid Strike, wegen der fest angebauten Schulterstütze, die so schön eckig ist und so. Das Blau ist sehr, sehr geil. Gerade die Textur, da mache ich gleich nochmal ein Close-up von. Die Textur ist so anti-rutschmäßig, irgendwie das gefällt mir gut. Gerade hier dieser vordere Handgriff ist super komfortabel, also ganz im Gegensatz zu Rapid Strike. Also das ist sehr viel komfortabler. Und dann hat man tatsächlich hier nochmal eine taktische Schiene, wo sich nettes Zubehör anbringen lässt. Also es macht super viel Spaß, mit dem Teil rumzuspielen, auch wenn es dann nur halbautomatisch ist im Gegensatz zu Rapid Strike. Aber allein durch das Display zu gucken, gar nicht groß irgendwie aufzunehmen währenddessen, sondern nur durch das Display zu gucken und so, das macht schon viel Spaß. Und wenn das klappen sollte mit dem Infrarot und so, also wenn irgendjemand in meiner Nähe Düsseldorf, so eine Infrarot-Taschenlampe hat oder so, dann soll er sich bitte mal bei mir bei Facebook melden und dann würde ich das gerne mal ausprobieren und da nochmal ein Video von machen, weil ich denke, alle Zombie-Larper und was auch sonst noch was für Konsorten werden sich sicherlich gut damit anfreunden können, ein eingebautes Nachtsichtgerät in einem Nerf Blaster zu haben. Ja, also das war's von mir. Und dem Cam Blaster. Ich glaube, das ist eine Neuheit wieder für Herbst oder so, aber wo ja jetzt die ganzen Sachen schon früher rausgekommen sind. Vielleicht klappt es ja auch mit dem Cam Blaster. Wir werden sehen. Also, macht's gut. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich habe bald wieder was für euch. Bis denn.